Also gestern war die Anreise. Meist ein sehr intensiver Tag, sowohl für die Athleten als auch die Coaches und auch die Offiziellen. Einerseits, man kommt in ein neues Land, das man nicht kennt. Das ist teilweise ein bisschen ein Kulturschock. Man kommt dann in die Location rein. Da ist auch eine ganz gewisse oder besondere Stimmung, sage ich mal, im Hotel. Alle Athleten sehen sich, die ganzen Coaches, Teams kommen zusammen. Man lernt neue Leute kennen. Der nächste Schritt ist, dass wir erstmal zur Registrierung gegangen sind. Das heißt, die Athleten mussten zu einem Pre-Check, mussten ihr Gewicht machen, wurden einmal durchgecheckt. Die Coaches waren dabei, haben gewisse Sachen signiert. Alle haben ihre Pässe, ihre Akkreditierung abgeholt. Und im Anschluss gab es dann ein Teamleader-Briefing, wo nochmal die Teamleader der einzelnen Länder kurz gebrieft wurden, worauf denn zu achten ist. Also Einhaltung der Regeln, Abläufe etc. etc. Der wohl spannendste Abschnitt des Tages war dann die Ziehung, also das Draw, wo dann die ersten Matches oder die Matches für die ersten zwei Tage gezogen wurden und wo dann natürlich alle mit Spannung erwartet haben, gegen wen treten wir denn jetzt an und an welchem Tag. Und je nachdem, was man dann noch vorhatte, ob man am nächsten Tag antreten musste oder arbeiten musste, haben halt manche den Tag an der Bar ausklingen lassen oder sind direkt ins Bett und haben sich auf den Kampf konzentriert. Wir, die GEMAF und die OutMAF und vor allen Dingen auch die Athleten, sind auf euren Support angewiesen. Das heißt, wir freuen uns über Likes, Kommentare und natürlich, wenn ihr das Video teilt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Clemens.